Es ist Siebenschläfertag und die Bauernregel besagt, wie das Wetter am Siebenschläfer ist, so bleibt es die nächsten 6 Wochen. Stimmt das? Naja, es kann ja wohl kaum richtig sein, dass ein Kalendertag den Zustand eines so chaotischen Systems wie beim Wetter sozusagen bestimmt. Das kann nicht sein. Also es ist auch nicht so. Und es wäre auch nicht wirklich toll, wenn das dieses Jahr so eintreten würde. Ein bisschen was ist da irgendwie schon dran, schauen wir uns nachher an. Aber wie ist denn das Wetter am Siebenschläfertag? Puh, es ist ziemlich heiß im Osten, kühl im Westen, dazwischen Gewitter. Das wollen wir eigentlich nicht, dass es so ist, dass wir immer so eine Gewitterserie haben. Und wenn wir mal auf die Luftmasse gucken, dann sehen wir, dass wir auch eine extreme Verteilung haben. Also Sahara-Luft wird letztendlich bis nach Spitzbergen hochgepumpt und das ist auch nicht normal. Aber wenn wir das ein bisschen laufen lassen, sehen wir, irgendwie hält sich dieses Muster doch ein paar Tage und Deutschland liegt irgendwie immer zwischen diesen Luftmassen. Das heißt, diese Gewitter, dieses unbeständige Wetter geht nach dem Siebenschläfertag erstmal ein bisschen weiter. In Skandinavien übrigens haben wir sehr heiße Temperaturen, bis zu 30 Grad in Schweden und in Finnland. Und in Finnland übrigens könnte es vielleicht sogar eine tropische Nacht geben, weil die Sonne da einfach sehr lange scheint im Augenblick. Na gut, gehen wir mal zurück nach Deutschland. Also, nochmal auf den Siebenschläfertag zurück. Da sehen wir sehr stark diese Zweiteilung in der Temperatur. Und wenn wir das nochmal vorspulen, so auf den Samstag, auf den 2.7., dann sehen wir, da kommt der Wind immer noch aus Süden und diese Zweiteilung bleibt mehr oder weniger erhalten. Aber dann ändert sich die Windrichtung in der zweiten, sagen wir mal, Siebenschläferwoche. Und dann kommt der Wind wieder aus Westen, aus Südwesten und es stellt sich das prognostizierte Sommermuster dann auch ein. Also es ist so, dass es einen Zeitraum gibt, den man betrachten muss. Und man sollte nicht einen einzelnen Tag betrachten, sondern den gesamten Zeitraum, um tatsächlich Rückschlüsse daraus zu ziehen können, wie das Wetter wird. Denn tatsächlich gibt es da eine gewisse Korrelation. Das liegt daran, dass der Sonnenstand ungefähr gleich bleibt. Und deswegen gibt es auch diese Siebenschläferregel. Also was heißt das für Deutschland? Wir haben nach dem Siebenschläfertag erstmal unbeständiges Wetter, ungefähr eine Woche. Danach wird es stabiler, sommerlicher, aber auch wieder trocken. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wasser.com.